BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ja, Roman, wie ist denn dein erster Eindruck? Wie sind die Bedingungen hier? Der Eindruck ist top natürlich, sehr angenehme Temperatur. Der Platz, soweit ich gesehen habe, ist auch sehr gut. Wir haben ein schönes Zelt mit Fitnessgeräten drin und uns fällt es eigentlich an nichts. Das Hotel ist auch sehr gut, sehr schöne Zimmer. Einige Konkurrenten in der Bundesliga bleiben sogar zu Hause, trainieren also daheim. Aus deiner Sicht, was macht ein Trainingslager zum Vorteil? Ja, ich glaube, dass man hier, wie gesagt, jetzt die Temperatur natürlich ist sehr angenehm. Man ist rund um die Uhr mit der ganzen Mannschaft zusammen. Also das ist auch was immer ein bisschen zusammenschweißt. Vielleicht geht man, also man isst natürlich immer, man ist zusammen. Und hier ist man wirklich sehr ungestört. Also es ist, man macht nichts, außer sich um Fußball zu kümmern. Und ich denke, das ist auch sehr gut. Braucht ihr das auch noch so ein bisschen mit den vielen neuen Spielern, dass man mehr Zeit miteinander einfach verbringt? Ja, sicher. Also es schadet sicher nicht. Wir sind schon ein sehr gutes Team. Wir halten fest zusammen und das merkt man auch hier immer. Jeder hilft dem anderen und beim Essen ist jeder pünktlich. Also es läuft alles sehr gut und mit den vielen, wir haben auch viele jungen Spielern. Also das ist wirklich wichtig, dass es nur um Fußball geht, jetzt diese 10 Tage und das ist hier optimal. Der bisherige Saisonverlauf ist so ein bisschen ambivalent im Pokal, in der Champions League alles super, aber in der Liga hinkt man irgendwo den eigenen Ansprüchen hinterher. Wie siehst du das? Wie geht ihr damit um? Wie wollt ihr das verbessern möglicherweise? Ja, wir sind sicher nicht nervös. Also wir analysieren jedes Spiel natürlich, versuchen unsere Fehler zu verbessern. Klar, der Trainer hat dann auch immer die guten Anweisungen, die wir umsetzen müssen. Manchmal gelingt uns das besser, manchmal weniger. In der Champions League fühlen wir uns sehr wohl auf der Bühne, das sieht man auch. Und Bundesliga ist natürlich, wie gesagt, haben wir uns oft selbst ein bisschen mit einem 0-1 Rückstand in Schwierigkeiten gebracht. Aber ich bin überzeugt, dass wir dass wir die richtigen Mittel finden, um das in der Rückrunde abzuschalten. Und Pokal ist natürlich immer ein schwieriger Wettbewerb. Also da kann alles passieren und das Wichtigste ist einfach, dass wir noch dabei sind. Liegt das so ein bisschen vielleicht auch daran, in der Champions League ist man eher, kann man eher unbeschwerter an diese ganze Geschichte rangehen und in der Bundesliga erwartet im Prinzip oder vor der Saison trotz der Abgänge haben viele erwartet, dass ihr die Bayern auch herausfordert. Ist da irgendwie die Diskrepanz irgendwie zwischen Anspruch und dem, was möglich ist, zu groß gewesen? Wenn das so ist, dann wäre es vielleicht im Unterbewusstsein. Also ich fühle jetzt nicht mehr Druck vor einem Champions-League-Spiel als vor einem Bundesligaspiel. Also wenn's, bei mir ist beides genau gleich. Ich bereite mich ganz genau gleich vor. Und ich denke, dass bei uns, bei den meisten Spielern haben ja sogar noch mehr Bundesliga und Champions-League erfahren als ich. Von dem her denke ich nicht, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Klar, es ist ein unterschiedlicher Wettbewerb, aber der Fokus, wenn wir in der Bundesliga spielen, liegt 100%ig auf dem Gegner und wenn wir Champions League spielen, liegt der Fokus 100% auf dem Gegner in der Champions League. Also es ist einfach, die Gegner haben sich auch gut eingestellt immer auf uns, das muss man auch sagen. Ja. Nach außen macht das immer so den Eindruck, der BVB hat ein Defensivproblem. Seht ihr das in der Mannschaft genauso oder ist das eher ein Problem der gesamten Dynamik innerhalb der Truppe, dass da irgendwo was fehlt? Ja, das kann man sicher nicht sagen, dass die Defensive das Problem ist. Ich finde, die Defensive fängt schon ganz vorne an beim Stürmer, wie er anläuft, wie er zurück auch arbeitet. Also von dem her, das würde ich so überhaupt nicht sagen. Wir haben, wie gesagt, oft durch dumme Fehler oder durch Unkonzentriertheiten einen 0-1 Rückstand in Kauf nehmen müssen. Und dann wird es natürlich auch schwierig gegen jeden Gegner. Und das ist das, was wir meiner Meinung nach in der Rückrunde abschalten müssen. Und da wird jetzt auch wahrscheinlich verstärkt dran gearbeitet. Ja, definitiv. Also wir arbeiten sehr, auch in kleinen Details in der Defensive, mit der ganzen Mannschaft natürlich zusammen. Gut, Ober ist jetzt nicht dabei, aber trotzdem versuchen wir da alle zusammen an einem Strang
uns defensiv zu verbessern. Ja, was hast du angesprochen, er ist nicht dabei. Wie wollt ihr ihn ersetzen? Denn im schlimmsten Fall kann es ja sein, dass er 3 Bundesliga-Spiele fehlen wird. Wie kann man oder kann man ihn Aubameyang überhaupt nicht ersetzen? Ja klar, von seinem Spielstil her kann man ihn eigentlich nicht ersetzen. Klar, wir haben Adrian dabei, der ist, wenn der immer gebraucht wurde, hat es dann auch ein Tor gemacht. Also das ist wirklich auch ein Riesenkompliment an ihn, wie er diese Rolle spielt und mitmacht. Und ich hoffe, dass er diese Tage dann auch zum Zug kommt und uns wieder mit Tore glücklich macht. Wie geht's mit deiner Hand? Wann kannst du wieder mit der Mannschaft trainieren? Ich weiß nicht genau, wann ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann, aber der Hand geht es eigentlich sehr gut. Ich fühle mich sehr gut und werde halt dann oft ein bisschen gebremst von Ärzten und von den Leuten mit ein bisschen mehr Ahnung. Aber ich fühle mich sehr gut. Ich möchte gerne so weitermachen, nichts riskieren und dann bin ich überzeugt, dass es schnell wieder gut wird. Weißt du, du möchtest schon gegen Bremen wieder spielen? Das wäre der Optimalfall, aber wie gesagt, ich möchte gar kein Risiko eigentlich eingehen, weil die Hand wirklich was Wichtiges für den Torwart. Und das lasse ich 100% ausheilen und dann, wenn ich mich wirklich wieder gut fühle, werde ich dann auch das sagen und versuchen, wieder zu spielen. Du hast eine spannende Übung gemacht. Du hattest heute im Vormittagstraining eine Brille auf. Kannst du mal deinen Eindruck bitte darstellen, wie sich das anfühlt, diese Übung? Eigentlich eine leichte Übung, aber die mit der Brille zu absolvieren. Wie hat sich das angefühlt? Ja, man ist halt, die Sicht ist sehr eingeschränkt, also man sieht nicht die ganze Zeit den Ball durch die kleinen Gitter. Und durch das werden viele Teile des Hirns noch mehr trainiert als sonst. Man lernt den Ball anders einzuschätzen oder wie gesagt, die Reaktion und die Konzentration ist auch sehr gefragt, dass wirklich jeder Ball wieder perfekt und genau kommt. Und ja, das ist ein sehr gutes Training, natürlich wie gesagt jetzt im Moment, wo ich verletzt bin, um so an den anderen, also Details zu arbeiten, die man sonst nicht so trainiert. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, ich habe es zumindest nicht gelesen oder mitbekommen, wie ist das überhaupt mit der Hand passiert in dem Spiel gegen Bayern? Irgendwie hat es ja keiner richtig mitbekommen. Ja, wir haben das mit den Ärzten dann auch geschaut und wir haben gesehen, dass ich bei der Aktion, als ich den Ball von Lewandowski wegboxe, den Ball erstens nicht richtig treffe und zweitens mit der Faust mit vollem Gewicht drauf falle. Und auch direkt nach diesem, als ich aufgestanden bin, musste ich am Finger ziehen, weil irgendwas war, aber das habe ich dann im Spiel eigentlich auch nicht wahrgenommen. Und nach dem Spiel, wie gesagt, habe ich auch eigentlich nicht groß was gespürt, erst am nächsten Tag was angeschwollen und da sind wir dann auch zum Arzt gefahren.